zeigen, dass sie das Aus im Pokal verkraftet haben. Nach den finanziellen Problemen des Vorjahres drehen sich in St. Pölten die Drehkreuze auch heuer. Und heute bekommen die Zuschauer einiges zu sehen. Nach einer wenig aufregenden ersten halben Stunde geht der VVC bis dahin ohne Torchance in Führung. Faul an Bodul und der älteste Spieler auf dem Platz, Walter Binder, trifft zum 1:0. 8 Minuten später ist es wieder Walter Binder, der einen schnellen Konter des VVC zum 0:2 abschließt. Kurz vor der Pause kommen dann die St. Pöltener erstmals zum Jubeln. Scheuch, Faul, Zalabau, auch hier entscheidet Schiedsrichter Scheuerhammer auf Elfmeter, 1:2 durch Aigner. Danach verletzt sich St. Pöltens Neuzugang Wutzow, der Bulgare wird mit Verdacht auf Mittelfußknochenbruch ins Spital gebracht. Pausenstand also 1:2 und es folgen 45 Minuten mit 6 weiteren Toren. Das 3:1 für den VVC durch Dragan Bodul und der Kroate bringt die Favoritener sogar mit 4:1 in Führung. Alles entschieden, hätte man glauben können, aber die St. Pöltener kommen noch auf 3:4 heran. Hier das dritte Tor durch den jungen Patrick Kielson. Zum Ausgleich reicht es aber nicht mehr, auch weil Torhüter Kirasic nach diesem Foul an Müller ausgeschlossen wird. Nach 80 Minuten trägt sich Walter Binder zum dritten Mal in die Schützenliste ein. Walter Binder, knapp 38 Jahre, der Spieler des Abends. Mit seinem vierten Tor fixiert er den Endstand, der VVC gewinnt in St. Pölten 6:3. Die Bilanz des Aufsteigers, 3 Spiele, 3 Siege, 9 Punkte. Herzliche Gratulation. Ja, und das zeigt, dass beim Favoriten AC sehr gut gearbeitet wird. Und gleich die weiteren Ergebnisse, das ist Mödling gegen die Wiener 0:0. Sportclub Gerersdorf Leoben ebenfalls 0:0 und Spital gegen Klingenbach 3:1. In der Tabelle jetzt der Favoriten AC.